Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Und wir starten heute mit einem Pack-Opening, probieren bei Kaiba, Yugi und Joey ein paar neue Karten zu kriegen. Das hat schon mal gut funktioniert. Und öffnen einfach generell ein paar Packs, wir haben ziemlich viele Punkte. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mal geguckt, was ich so als neues Deck machen könnte. Ich habe mir jetzt mal das Maschinendeck angeguckt, wovon ich mal geredet habe. Also, was ja auch eine Option wäre. Also, Vampire sind ja meine Favorite. Ist nicht mal ein Arch-Type-Deck. Also, naja, schon, aber Zombie, wie auch immer. Zombie-Vampire. Und danach kam ja in meiner Tierliste Maschinen. Und hab's mir jetzt mal angeschaut, muss aber sagen, hat mir irgendwie nicht so getaugt. Also mir fehlen echt viele Karten. Also, es gibt ja diese vorgefertigten Decks, da kann man sich ja mal so ein bisschen durchgucken. Und dieser Crowley aus GX hat ja zum Beispiel Maschinen, also was heißt zum Beispiel, ist der Maschinen-Dude oder der antike Antriebs-Dude wohl eher. Aber naja, kommt ja aufs Gleiche raus, es sind ja Maschinen unter anderem. Ich besitze quasi keine antiken Antriebskarten. Klar, GX haben jetzt nicht extrem viele Packs geöffnet, aber ich meine, ich habe überall über 100. Oder knapp 100. Und trotzdem, ich besitze quasi keine GX-Karten anscheinend. Obwohl ja in den OG-Packs, die wir gerade eben geöffnet haben, da sind ja zum Teil auch GX-Karten. Ist mir schon klar, wenige, nicht viele. Also da sind ja alle Karten drin. In jedem Booster-Pack sind ja alle Karten drin. Es ist ja ein bisschen gemischt. Und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht in jedem... Dann zum Beispiel die böse Drachenkämpferin ist 1000%ig keine GX-Karte. 100.000%, weil die aus... Lass mich nicht lügen, ist die aus LOB? Ich glaube, die ist aus LOB. Ja, es ist keine... Also es ist sehr bunt gemischt, das heißt, und du weißt ja nicht, wo die Karten drin sind. Beziehungsweise, selbst wenn du es weißt, einfach nur ein Pack zu öffnen, um eine Karte zu kriegen, ist halt, naja, irgendwie dann doch wieder ziemlich dämlich, muss man sagen. Und, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir fehlen ziemlich viele Karten. Also, antikes Antriebsdeck geht nicht. Apparatdeck ginge. Also, Apparat habe ich aus irgendeinem Grund fast alle Karten. Aber muss sagen, hat mir jetzt nicht so getaugt. Ich habe mir ein paar Effekte durchgelesen. Also, ja, wäre wahrscheinlich schon interessant zu spielen, aber fand ich jetzt nicht so geil. Und dann habe ich mal so random einfach alle Maschinenmonster durchgeschaut. Also, ich meine, ich habe mir jetzt jeden einzelnen Effekt durchgelesen, aber so drüber geschaut. Habe auch mal eins erstellt, habe mir so ein paar Karten reingetan, die ich so spielen würde. Ja. Es war okay, aber es war jetzt echt nicht so geil. Also, keine Ahnung. Und dann habe ich gar keinen Typ mehr, also keinen Kartentyp mehr, den ich unbedingt präferieren würde. Drachen wären vielleicht noch ganz interessant, aber bei Drachen gibt es ungefähr 6000 Karten. Da wäre es eher noch Dinosaurier. Die habe ich früher auch mal hart gefeiert. Und da habe ich sogar noch das Structure Deck vom Ultimate Tyranno. Ich habe sogar das Structure Deck von den antiken Antriebsdingern. Das habe ich tatsächlich auch. Beide noch sealed. Nee, das nicht, aber mit Originalverpackung und allem drum und dran. Weil ich Idiot, habe die halt früher ohne Hüllen gespielt, ey. Yikes. Das sieht natürlich entsprechend nicht gut aus. Vor allem das Dinosaurier-Deck, das habe ich deutlich mehr gespielt als das Maschinendeck. Naja, aber vielleicht noch ein Dinosaurier-Deck, aber ich fürchte, da fehlen mir auch zu viele Karten einfach. Aber das habe ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut, das kann ich dann vielleicht nächstes Mal machen. Oh, Vampirherrschaft. Oh mein Gott, eine Vampirkarte. Wenn eine Zauberfeindkarte oder ein Monstereffekt aktiviert wird, solange du ein Vampirmonster kontrollierst, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Das ist ein Konter gegen Spiegelkraft. Falls es eine Monsterkarte... Moment, was? Wenn eine Zauber- oder Feindkarte... oder ein Monstereffekt. Oh, lol. zerstöre die Karte, dann falls es eine Monsterkarte war, erhältst du LP in höhere Grundadika. Alter, was? What? Die Karte ist ja geisteskrank. Oh, die will ich nochmal, Alter.
Wobei, ich habe gar nicht so viele Vampirkarten in meinem Deck, was? Ja, doch, Vampirrot, Baron. Ja, doch, ich habe schon einige. Vampir Takeover. Na, Halleluja. Dann geht's zumindest. Aber warum sind die denn. Schaut mal, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sind die in Bastions Decks? Der Typ hat auch Dinosaurier gespielt. Beziehungsweise nicht Dinosaurier, aber diese Wasserdeck hat er gespielt. Ah, da war auch der Hydrogeddon oder so drin. Das ist auf jeden Fall ein Dinosaurier gewesen. Naja, aber das ist der beste Beweis dafür. Ich öffne Bastion Packs und da kommen einfach Vampirkarten raus. Also. Oh, der blutsaugende Koala? Ist aber nicht mal ein Zombie, falls diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt. Aber die kenne ich irgendwo her. Ich glaube, da gab es mal. Da gab es mal eine Kontroverse wegen dem Namen, glaube ich. Könnte sein, dass es der war. Oder irgendeine Karte, die auch so blutsaugend oder sowas hat. Da wurde irgendeine Karte wurde damals zensiert. Aus irgendeinem Grund. Weiß aber nicht mehr wieso. Oder ich weiß nicht, ob es der war, aber ich glaube schon. Weil ich erkenne das Artwork. Aber warum ist das ein Ungeheuer und kein Zombie? Hm. Er hat jetzt eine Fledermaus auf der Stirn und im Hintergrund ist ein dunkles Schloss. Das ist eigentlich so eine klassische Vampirkarte. Ja, wenn du Kampfschaden mit einem Monster hinzufügst, erhältst du LP in Höhe des Kampfschadens. 1800 Angriff. Ja, wäre nice, wenn er ein Zombie wäre. Naja, und selbst dann wäre es, naja, okay. Schade, schade, schade. Ah, Vampirzauberer. Achso, könnte sein, dass wir den hier sogar gepult haben, den Vampirzauberer. Oder was heißt wahrscheinlich? Fluch des... Was zum Teufel? Was zum Teufel? Einmal pro Spielzug, du kannst 500 LP zahlen. Während in der Main Phase dieses Spielzugs kannst du zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung deinem Setzen ein Vampirmonster als Normalbeschwörung beschwören. Selbst falls diese Karte das Spiel verlässt, du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug erhalten. Jedes Mal, wenn dein Vampirmonster deinem Gegner... Jedes Mal, wenn dein Vampirmonster deinem Gegner Kampfschaden zufügt, du erhältst so viele LP. Damn, was ist das hier? Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst 500 LP zahlen, füge deiner Hand ein Vampirmonster von deinem Deck hinzu, außer Vampirvertraute. Okay. Falls du sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst eine Vampirkarte von deiner Hand oder offen von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Beschwöre diese Karte Spezialbeschwörung. Ah, verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Checke ich ehrlich gesagt nicht, warum. Was ist der Sinn dieser Karte? Also der erste Effekt, ja, du ziehst 500 LP und ziehst ein Vampirmonster, okay. Aber halt nur bei Spezialbeschwörungen, also musst du ja auch erstmal machen. Und falls sich diese Karten im Friedhof findet, du kannst eine Vampirkarte von deiner Hand oder offen von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Und dann darfst du diese Karte wieder beschwören, aber verbanne sie... Damit du nochmal einen Vampir ziehst, oder was? Naja, gut, okay, ich schätze mal, du kannst halt einen Vampir von deiner Hand auf den Friedhof legen, die Karte, Spezialbeschwörung aufs Feld legen, Vampir aus dem Deck ziehen, dann die Karte opfern und den Vampir ausspielen. Yeah. Das ist wohl die Combo. Aber gut, das sind ganz schön viele Wenns und Abers und Falls und so viele Vampire habe ich gar nicht im Deck. Okay, interessant. Na ja, gut, das heißt, wir grinden jetzt einfach Bastion, weil der anscheinend alle Vampirkarten besitzt. Alter, das ist noch eine Vampirkarte. Are you kidding me? Falls diese Karte als normale Spezialsperrung beschworen wird, du kannst 1000 LP zahlen und dann ein Vampirmonster in deinem Friedhof wählen, außer Vampir
Scharlach Geisel. Beschwöre sei Spezialbeschwörung. Okay, das sounds. Aber irgendein Monster. Einfach nur ein Vampirmonster. Du kannst diesen Effekt von Vampir-Scharlachgeisel nur einmal pro Spielzug verwenden. Am Ende der Battleface, wenn sie die Karte ein oder mehr Monster durch Kampf zerstört, du kannst sie ja speziell schwer von den Friedhof. Ein oder mehr Monster durch Kampf? Das heißt. Moment mal. Das heißt, sie hat den gleichen Effekt wie Vampirrot-Baron. Nur besser. Naja, eigentlich nicht. Der zweite Effekt ist eigentlich genau der gleiche. Der zweite Effekt ist eigentlich genau der gleiche. Aber ja, nice. Jesus, what is happening? Habe ich ehrlich gesagt vergessen, dass da so viele Vampirkarten. Also, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wusste, to be honest. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wusste. Wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir das auf jeden Fall gegrindet. Zumindest bis wir alle Karten einmal gehabt hätten. Hätten. Whatever. Die Vampir-Grazie, die haben wir, glaube ich. Ah ja, ich muss mir jetzt alle Vampirkarten nochmal anschauen. Muss man ja auch dazu sagen, das Deck habe ich erstellt. Also ich meine, klar, wir haben es noch ein paar Mal abgeändert. Aber das Deck habe ich erstellt, das ist ja schon ewig her. Oh, Schattenvampir, den kannte ich nicht. Oh, Baby. Vampirdrache? Okay, ich glaube, wir können unser Deck ein bisschen abändern. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, füge deine Hand einen finsteren Weltmonster Stufe 4 oder niedriger in dem Deck zu. Achso, Moment mal, Leute, das ist die falsche Karte. Wenn diese als Tributbeschworung beschworene Karte vom Spiel auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deine Hand einen Monster Stufe 4 oder niedriger in deinem Deck hinzufügen. Nicht so krass. Falls diese Karte als Spezialschwörung beschworen wird, du kannst 500 LP zahlen, füge deiner Hand eine Vampirzauberfalle von deinem Deck hinzu. Spezialbeschwörung, 1200 Angriff. Falls diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst eine Vampirkarte von deiner Hand oder offen von deiner Spielseite auf Friedhof legen. Beschwör diese Karte. Oh. Das ist der gleiche Effekt wie von dem Vampirvertrauten. Nur der erste Effekt ist anders. Aber eigentlich ist es auch der gleiche. Das ist wie mit Sangan und Hexe des Schwarzen Waldes. Der andere war für Monsterkarten und der ist für Zauber- und Feinkarten. Gut, Sangan und Schwirr. Ich wollte damit nur sagen, einer macht das, der andere macht das, aber der Grundeffekt ist im Endeffekt der gleiche. Tja. Oh, der fünfköpfige Drache, das ist eine OG-Karte. Was da alles für. Was da alles für Karten in dem seinen Deckdingern sind, ist ja crazy. Der Jäger mit 7 Waffen. Was ist das denn? Nenne einen Monster-Typ, wenn diese Karte als normale Schwörung beschworen wird, erhöht die ADK dieser Karte nur, wenn der Schadensberechnung um 1000 Punkte, wenn sie gegen einen Monster des genannten Typs kämpft. Okay. Da war ein Link-Monster, Vampirsaugerin. Alter, das ist ja die. Das ist ja das Vampir-Deck. Vampir-Kamin. Kaminrot, Sensa. Falls ein oder mehr Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder den Karteneffekt eines Gegners zerstört werden, kannst du stattdessen für jedes Monster, das zerstört würde, 1000 AP sein. Du musst alle deine Monster schützen. Falls ein oder mehr Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder den Karteneffekt eines Gegners zerstört werden, kannst du stattdessen für jedes Monster, das zerstört würde, 1000 AP zahlen.
Ah, okay. Und wenn du den Effekt verwendest, musst du es für alle machen. Also kannst du nicht sagen, für das schon, für das nicht. Am Ende der Battle Phase, falls diese Karte ein oder mehr Monster durch Kampf zerstört, du kannst du die Spezialbeschwörung von dem Friedhof auf deine Spielfeldseite beschwören. Schon wieder der gleiche Effekt. Ja, ist nicht schlecht. Würde ich sagen. Aber auch nicht so wirklich gut, weil 2000 Angriffe braucht ein Opfer. Und der erste Effekt ist okay, aber 1000 AP ist schon heftig zu zahlen. Also kommt halt auf die Situation an. Wenn der Gegner dir mit dem Angriff oder was auch immer natürlich den Zug versaut, dann wäre es gut. Ja, 1000 AP ist schon heftig und du kannst ja nicht sagen, dann ja, für drei Karten schon, für zwei nicht oder so. Wer hat jemals fünf Karten auf der Hand, aber trotzdem. Theoretically spoken. Interesting. Machine Man, hier seht ihr es. Keine Ahnung, warum ich das hier. Immer mal ein paar Karten angeschaut. 13 Karten waren es. Ja. Na gut, dann. Ja, dann werden wir heute wahrscheinlich gar nicht spielen, leider. Dann werden wir heute wahrscheinlich gar nicht spielen. Komm schon. Ich hoffe, das zeigt jetzt auch alle Vampirkarten an, die nicht mit Vampir anzeigt. Anfangen. Wait, what? Ist mich. Ah, weil ich noch Maschine drin habe. Ja. Doch, doch, Schattenvampir. Doch, doch. Oh, doch, das sind tatsächlich echt alle. Wow. Gefühlt die Hälfte der Karten haben wir gerade eben erst gezogen. Quite literally, to be honest. Aber was ist das hier oben denn? Sphärische Lady? Warum wird die angezeigt? What the hell? Ach so, weil wahrscheinlich Vampir im Kartentext steht. Ah ja. Die Verschönerung dieses Vampirs sind bereits viele hereingefallen. I doubt it. So. Ah, Y sind die Details. Zwei Zombie-Monster. Falls du ein oder mehr Monster als Tribut für eine Tributbeschwörung anbieten würdest, kannst du ein oder mehr Zombie-Monster, die dein Gegner kontrolliert, als Tribut anbieten, obwohl du sie nicht kontrollierst. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Vampirsaugerin nur einmal pro Spielzug verwenden. Du kannst ein Monster im Friedhof deines Gegners wählen, beschwöre seine Spezialbeschwörung auf die Spielzeit deines Gegners in die Verteidigungsposition, aber es wird zu einem Zombie-Monster. Falls einer oder mehr Zombie-Monster speziell schon mal von einem beliebigen Friedhof beschworen werden, ziehe eine Karte. Du kannst jeden der folgenden Effekte nur einmal pro Spielzug verwenden. Also du kannst beide einmal pro Spielzug verwenden. Und du brauchst nur zwei Zombie-Monster dafür. Oha! Let's go! So, hier muss ich mir nochmal durchlesen. Die Karte haben wir sogar gezogen. Shadow Spectres Opening, by the way. Falls du keine Karte in deiner Feldzone hast und alle offenen Monster, die du kontrollierst, mindestens einer vom Typ Zombie sind, aktiviere ein Vampirkönigreich direkt von deinem Deck, dann kannst du ein finsternes Vampirmonster speziell schon von deinem Friedhof in offener Verteidigungsposition beschwören. Das ist geisteskrank, Alter. Das kommt sowas von rein. Dann das hier kommt safe auch rein. Das kommt sowas von rein. Vampir Lady hatten wir tatsächlich auch nicht im Deck, ne? Aber sie ist auch nicht so gut. Sie hat den geilen Effekt, aber sie hat nur 1550 Angriff. Das ist der Nachteil. Also sie an für sich gleicher Effekt wie Vampirlord. Aber halt ziemlich wenig Schaden.
1550 ist schon echt wenig. I guess I take it. Ich bin der Vampir-Spieler. So. Den hier haben wir nicht. Den haben wir noch nicht angeschaut. Kann ich jetzt Material, bla bla bla. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird. 5 Sterne 2000, by the way. Du kannst ein finsternes Vampirmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören, außer Schattenvampir. Für den Rest des Spiels kannst du ein Monster, du kontrollierst, nicht angreifen, außerdem als Spezial. Das heißt, du beschwörst 2 Monster. Der kommt sowas von eini. Ich würde sagen, der ist eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Der ist auch nicht so schlecht. Wo war nochmal das, wo ich mich gefragt habe, was der Sinn der Karte ist? Das war hier, oder? Nee. Fuck. Welche Karte war denn das nochmal? Ah, hier. Ja, doch, doch, die macht schon Sinn, die Karte. Was hat die nochmal, wenn ein Monster vom Typ Zombie der Stufe 5 oder höher ist, durch Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen würden? Solange diese Karte deinem Friedhof liegt, kann 2000 AP sein, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Du kannst diesen Effekt von Vampirgrazie nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Spielzug, du kannst deinen Kartentyp, Monster, Zauber oder Vater benennen, dein Gegner legt deine Karte des benannten Typs an deinem Deck auf dem Friedhof. Ja gut, aber 2000 LP ist schon ziemlich heftig. I guess we have to try it out. Alright, wir haben 53 Karten im Deck. Ja gut, dann würde ich sagen, der Typ kommt raus, den benutzen wir sowieso nie. Das Ding kommt auch raus. Vampir Genesis benutze ich auch fast nie raus. Auch noch 50 Karten. Dann machen wir vielleicht einen Vampirrotbaron raus. Wenn wir jetzt eh so viele Karten haben. Na, das ist eigentlich schon gut. Würde ich eigentlich gern beibehalten. Bisschen Revive. Ja, 49 Karten. Falls die Karte im Gegner scheint. Ja gut, das passiert halt so gut wie nie. 1300 ist auch nochmal heftig wenig. 1300 ist richtig wenig. Den Effekt haben wir halt gefühlt 5-mal benutzt, seit das Deck existiert. Und Vampir-Baby ist auch so eine Sache. Aber gut, ich meine, Karten mit Vampir im Namen sind natürlich gut, grundsätzlich. Was jetzt auch überwiegend der Fall ist. Jetzt müsste es 50-50 ungefähr sein. Warum habe ich die eigentlich nicht im Main Deck? Alright. Jesus. Na gut, dann sorry für die relativ langweilige Folge. Aber jetzt wisst ihr, was euch auf euch zukommt. Oder ich würde sagen, wir probieren es noch schnell aus. Sonst wäre es gemein. Der Franzose. Der französische Twist. Belasten wir deinen Game lädst, dass du gar nicht spielen willst.
Weil das Deck von der wahrscheinlich ganz interessant wäre. Weil sie den Schnellzieh-Synchron drin hat. Das ist ja eigentlich eine klassische Yusei-Karte. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Oh, perfekt. Bro. Stop doing that. Keine einzige von den neuen Karten auf der Hand, wo ich so viele neue reingetan habe. Wen könnte man denn auf den Friedhof ballern von denen? Als Normalbeschwörung besporen werden. Na gut, der Effekt macht auch noch keinen Sinn. Die macht eigentlich. Das ist doch mal eine Karte, die man sich mit Wiedergeburt holen kann, oder? Aber einmal pro Spielzug war das, ne? Nicht pro Main Phase oder so. Oh, jetzt könnte ich ja Link beschwören. Obwohl wir das noch gar nicht gelernt haben. Achso, ne, ich bin ja noch in meiner Main Phase. Oh, na gut, jetzt muss ich raten, ne? Ich schätze mal, es ist ein Monster, sonst hätte es ausgespielt. Ach, das ist vom Deck. Oh, ich dachte von der Hand, lol. Na, no, Mensch. Na gut, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Na gut, ne, Moment, den zerstören wir. Ich will, dass der Typ nicht den Hauch einer Chance zu gewinnen hat. Und mit diesem Typen meine ich Yusei. Fudo, um genau zu sein. Ja, damit hat er wohl gerechnet. No! Aber ein Empfängermonster bringt ihm nichts. Er hat ja schon einen Empfänger. Aber er hat den Igel. Nein! Und es ist auch noch der Gerümpel-Synchronisierer. Ja, moin. Okay. Aber bringt ihm das was? Ja. Boy. Ich dachte schon, das wäre ein easy win, Alter. Was zum Teufel? Oh man. Das hat er halt noch nie gemacht. Ich glaube, wir haben schon so oft gegen Yusei gespielt. Und er hat halt legit noch nie zwei Synchromonster in einem Zug gespielt. Er hat es halt noch nie gemacht. What the fuck? Warum ausgerechnet jetzt, wenn ich ein neues Deck ausprobieren will? Dieser Schweinehund. Dieser dreckige Schweinehund. Ne. Jetzt macht er einfach Ruf der Gejagten. Jetzt macht er noch eine Synchro-Summon. Oh mein Gott. Junge, was geht ab? Der hat ja die Kompos in das Leben. Was hat der heute zum Frühstück gefressen?
Jesus. Oh, wir haben verloren, Leute. Ich muss aktivieren. Ich muss aktivieren, das haben wir verloren. Ja, ja, greif nochmal an, Bro. Oh oh. Junge. Ich konnte nichts machen. Er hat einfach das perfekte Deck Also er. Was? Oh. Kein Kommentar, I guess. Kein Kommentar. War ja eigentlich zu erwarten. Um ganz ehrlich zu sein. Das war zu erwarten. Ein Nachteil von dem Deck ist halt, ein nicht sehr geringer Nachteil von dem Deck ist, viele Karten haben mehr als 5 Sterne, mehr als 4 Sterne. Aber gut, ich spiele auch, die Hälfte der Karten spielt mir auch aus dem Friedhof raus. Oder, sag ich mal, man hat keinen Nachteil, wenn sie im Friedhof liegen, sagen wir es mal so. Man kann auch mit ihnen arbeiten. Moment, was war das nochmal? Ah ja. Alter, er macht's halt einfach schon wieder, ey. Die Karte, die er gerade ausgespielt hat, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. How is that even possible? Wenn ich 5000 Spiele mit Yusei's Deck gespielt habe. Wie kann das sein, dass ich die Karte noch nie gesehen habe? Ich verstehe es nicht. Oh man. Gib mir zweimal Ehrung, der verdammten Bro. Muss man nochmal kurz den Effekt hier durchlesen. Ich kriege halt einfach ein Tribut im Endeffekt. Das hätte uns vorhin auf jeden Fall auch nicht gerettet. Jetzt zieht er wieder ein Synchro-Monster. Naja, okay. Stimmen heißt die Karte, ne? Stimmen. Wo ein Monster zieht. Ein Empfängermonster. Oh mein Gott, das war die Scrap Iron Scarecrow. Let's go. Puh. Der würde wahrscheinlich Sinn machen. Können wir den mal ausprobieren? Oh, I like that. Ich muss ihn im Endeffekt einfach sterben lassen, falls sich diese Karte im Friedhof befindet. Weil der erste Effekt ist für mich nicht so relevant. Oh, da war Stimmen. Ich kann die Schadenfreude nicht verkennen.
Uff. Habe ich Vampirbaby nicht raus? Nee. Okay. Wähle einen Effekt, den du aktivieren möchtest. Oh, lol. Was war sein Effekt nochmal? Ohne Tribut beschwören. So. Du kannst eine Vampirkarte von deiner Hand oder von deiner offenen Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Genau dafür ist das Vampirbaby. Beschwöre diese Karte als Spezialschwörung, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Moment mal. Ah ja, genau. Und das ist eine... Das zählt als Spezialbeschwörung, genau. Und dann kann ich ein Vampirmonster von meinem Deck hinzufügen. Jesus. Keine Ahnung, ob ich das jetzt in Angriffsposition getan habe. Egal. Wir verbannen sie sowieso. Und jetzt können wir ohne Tribut spielen. Na gut, ist im Endeffekt. Ja, nehmen wir mal den. Genau, das war der Effekt. Dann haben wir jetzt noch den Effekt. Zack. Die bringt uns jetzt aber eigentlich gar nichts. Was war nochmal der zweite Effekt? Falls ein oder mehr Zombie-Monster speziell von der Belebung Friedhof beschworen werden, ziehe eine Karte. Ah. Oh. Wobei. Doch, 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 doch. Das sieht crazy aus. Dann nehmen wir mal... Ja, ich will jetzt nicht verkacken, nehmen wir lieber den. Genau, dann ziehen wir jetzt die Karte. Und dann zerstören wir jetzt den. Und dann kriegen wir ihn. Am I right, Chat? Ja. 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 Alter. Haben wir den weggekombot? Jetzt habe ich ihm mal gezeigt, wie der Kombo aus. Du bist so ein Stück Scheiße, Yusei, Alter, wirklich. Du kannst einfach gar nichts. Du bist so ein Loser, Mann. Wirklich. Du bist ein verdammt schlechter Duellant, Alter. Schwarzes Loch ist die räudigste Dreckskarte in dem ganzen Spiel. Sogar ich, der schlechteste Yu-Gi-Oh!-Spieler der Welt, spielt ohne Schwarzes Loch. Ich, worst player in history, spiel ohne Schwarzes Loch. Es ist ein Joke. Oh man.
Kaui. Wenn ich nichts ausspielen kann, spielst du auch nichts aus. Freund der Sonne. Uff. Wenn ich jetzt nichts ziehe, haben wir wahrscheinlich verloren. Oh mein Gott, wir haben verloren. Are you kidding me? Wir haben echt verloren, ey. Wegen fucking schwarzes Loch. What the hell? Okay, wenn ich jetzt nichts ziehe, dann bin ich selber schuld. Oh Gott. Auf die Gnade von Pot of Greed angewiesen. Uff, das war aber ein ganz schönes Knäppies. Er soll meine Feinkarte aktivieren. Ich will die andere Vampirkarte noch ausprobieren. Nee. Ah, weil ich kein offene. Nee, weil ich kein Vampirmonster habe. Hatte. Das ist jetzt, ja. Das ist jetzt, Hexe des Schwarzen Waldes. Risk it for the biscuit. Oh, no, mind. Damit würde ich mir eine eigene Karte zerstören. Jesus. Da muss man ja ganz schön aufpassen, sonst macht man sich wieder selbst kaputt. Alter, Vampirherrschaft, das ist halt die geilste Karte der Welt, Mann. What the hell? Einfach annulliert. Einfach annulliert. Bei Schwarzes Loch hätten wir das auch kontern können. Theoretisch. Junge, hat der nicht nur diesen Igel im Deck, oder was? Vampirkönigreich sogar. Naja, gut, okay, hatte viel zu viel, aber. Close to finish. Das ist halt nur ein Reverse-Duell, oh mein Gott. Zum Glück ist das jetzt in so einer Folge. In so einer Deck-Rebuild-Folge. Hallo? Achso, ich bin dran. Lol. Elameo. Der hat mir schon, worauf wartet der, Alter? Ja, wir finishen das jetzt einfach. Keine Effekte mehr aktivieren. This game is over. Are you fucking kidding me? Er kann zweimal... Es ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Dann spielt er diese Dreckskarte, ey. Oh mein Gott. Es ist zum Kotzen. Alter, ich sag's euch, wenn der es noch gewinnt, dann raste ich aus.
Ich habe legit keine Vampirkarten mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre es jetzt noch gewesen, Alter. 25 Minuten Duell und die Switch stürzt da. Ich hatte tatsächlich auch ein großes Problem damit. Die ist nicht mehr angegangen. Mein Controller konnte es nicht connecten und die ist nicht mehr wirklich angegangen. Das war auch nicht so geil. Tja, mein Freund, da stirbt wohl jemand den Kartentod. Wenn das so weitergeht. Es war die Scarecrow. I knew it. Letzte Vampirkarte im Deck. Damn. Ja gut, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Anpassungen machen. Ich würde sagen, den hauen wir einmal raus, den hauen wir einmal raus und den hauen wir einmal raus. Dann haben wir noch 46 Karten. Das ist nochmal deutlich besser. Ja. Fast ein bisschen wenig Monster im Deck, ne? Ist mir gerade auch aufgefallen. Aber so Gozoki und sowas, ich meine, da kann man noch ein paar raushauen. Und zum Beispiel, wenn man hier es sind die meisten Vampirmonster, sind halt auch einfach mehr sternig. Mehr als 5. Gibt ja kaum welche, die weniger als 5 Sterne haben. Beziehungsweise keine, die ich habe. Na gut. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's kurz rein. Würde mich über Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Ciao, ciao.